Aber tatsächlich durch diese eine Tür da. Ich lasse sie immer schlafen. Man will es ja nicht übertreiben, ne? Man will es ja nun wirklich nicht übertreiben. Oh shit. Ja, so nicht. Ausrüstung beschädigt. Nein. Aber jetzt hat das irgendwie so gar nicht mehr geklappt mit dem gedrückt halten und sowas. Alter. Ein Hit, ein Ausrüstungsteil oder was? Aha. Ein Metallstück. Weil wir auch wieder seine Hand anvisiert hatten. Vermute ich einfach mal. Oh, da glitzert was. Ein Kristallerz. Irgendwo hier höre ich aber, glaube ich, noch einen Gegner. Das macht mir zu denken. Oder es gibt mir zu denken. Mitten auf der Treppe. Ah, bin ich auch ein Freund von, ne? Oh, da ist ja noch einer. Mit so einer Riesenkeule. Ja, nee, danke, du. Ah, lauf rein. Ich habe keine Zeit für euch. Ich habe wirklich keine Zeit. Helena wartet. Aber wenn man keine Ahnung hat von dem Turm, ist der Turm echt lang. Also wirklich. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch was. Ein Allheilmittel, das ich nicht benutzen kann, weil... Müsste ich erst reparieren. Ist ja prickelnd. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Da ist nämlich die Tür. Der Meisterbestie. Hier geht's auch noch lang. Achso, wieder zu seiner Schlüsseltür. Na dann, mal rein hier, ne? Hallo? Jemand da? Ich hoffe nein. Können wir es vielleicht auf... nehmen? Oh Gott. Aha. Also ich kann da jetzt derzeit mit der Kette nichts machen. Ich glaube, hinter ihm stehen ist gar nicht mal so verkehrt. Dark Souls Manier. Wenn er jetzt nach hinten tritt, bin ich natürlich ein bisschen am Arsch. Da, komm. Nein, so nicht. Verdammt! Na, ah, Kacke. So nah an der Kante stehen ist nicht gut. Aber Schwanz scheint einigermaßen okay zu sein. Aber er hat die Kette durchtrennt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es klappt nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Da ist auf jeden Fall eine Hitzeanwallung. Jetzt kann ich. Ah! Da ist das, was ich suche. Muss ihn also bis zur vollkommenen Erhitzung bringen. Das, was wir gelesen hatten. Und dann sieht das auch schon ganz anders aus. Und wir bringen ihn halt zur Erhitzung, indem wir die ganze Zeit auf ihn schlagen. Am besten von hinten, weil nach hinten kann er anscheinend nicht schlagen. Was ich sehr gut finde. Okay, jetzt macht er irgendwas nach hinten. Das war eine Abkühlung oder was?
hat er denn jetzt gemacht? Dann bin ich da jetzt weggeflogen so ein bisschen. Weißt du, muss ich da irgendwas mit dem Schwanz machen, damit das sich nicht erhitzt oder so? Ich weiß es nicht. Okay, sein Umdrehen hat so einen leichten Wirbel, der mich dann so zurückstößt und so. Ah, so, okay. Und zieh. Okay. Shit. Ich glaube, der hat mir jetzt einen Heiltrank quasi kaputt gehauen. Oh shit. Ich will aber wieder hoch. Ah. Ich dachte schon, es wäre da eben sofort tot oder sowas. Aber dass hier natürlich jetzt wieder die Heiltränke wieder repariert werden müssten, ist natürlich auch schon wieder leicht mies. Wieder ein Gegenstand besteht. Von was denn? Du hast mich ja nicht mal richtig schadensmäßig getroffen. Jetzt hättest du mich schadensmäßig getroffen. Aber er lässt da tatsächlich so ein bisschen Dampf ab über seinen Schweif. Was ich nicht sehr toll finde. Finde ich wirklich nicht toll. Wie ist denn das jetzt, wenn ich da mit der Kette irgendwas mache auf seinen Schwanz? Ich lerne dazu. So. Okay. Jetzt wird er natürlich ein bisschen aggro. Verstehe gar nicht warum. Ich habe ihm nichts getan. Zumindest nichts, was ich nicht rechtfertigen kann. Er schlägt schneller zu. Er lässt keinen Dampf ab. Komm schon. Okay, einmal müssen wir noch. Oh shit, wenn ich das überlebe. Muss man immer dazu sagen, wenn ich das überlebe. Und nicht wieder irgendwie runterfliege und so ein Spaß. Na komm. Nicht runterfallen. Okay. Das könnte es jetzt gewesen sein. Deine Klappe geht auf. Ich ziehe ganz kräftig. Wie ich noch nie gezogen habe. So. Und jetzt nur rausziehen. Lach nicht. Ich lache zuletzt. Der Meister wurde besiegt, die Kraft der Kette wurde teilweise wiederhergestellt. Und ich bin ziemlich hinüber. Gibt's hier noch irgendwo was zu lesen oder so? Ich glaube irgendwie nicht. Dann können wir gehen. Ach doch, es
Sonst wäre wahrscheinlich was unten gewesen. Ach, egal. Ich wäre froh, wenn ich zu Hause bin, ey, ehrlich. Also hier in-game zu Hause mäßig. Helena erwartet mich wahrscheinlich schon als heiße Schnecke. Also, naja, eigentlich weniger heiß, eher Schnecke. Da oben ist nochmal Tagebuch fertig. Nehmen wir nochmal mit. Mein Stigma. Stigma. Jeder der Götter des Aios hat sein eigenes Symbol. Laut des Textes aus dem Keller gibt es insgesamt 12 Symbole. Merkwürdig, 12 Meister, 12 Symbole. Ob sie dem Stigma des Fluchs ähneln? Ist das also ein Götterfluch oder was? Textregister. Nützlich aussehende Bücher. Alte Text des Aios, Hymnen des Aios, 13 Tipps für die junge Liebe. Okay. So. Natürlich ist Helena irgendwo da unten. Es hat jetzt aber auch schon wieder lange gedauert jetzt hier, ne? Das Meisterfleisch irgendwie zu besorgen. Der Turm war echt nicht ohne. So, hier oben schläft doch noch irgendwo so ein Vogelnest, ne? Also nicht das Nest schläft, sondern ein Vogel schläft hier irgendwo. Wir wollen ihn nicht stören und so. Da war doch was. Er muss kotzen bei dem Anblick. Nein, hat Helena... Ach, da! Oh. Da ist ein Vogelnest. Fällt mir jetzt erst auf. So gründlich durchsuche ich ja alles. Und noch gründlicher. So, auf zu Helena. Damit haben wir dann, glaube ich, 5 Türme dann geschafft, ne? Nach zahllosen Experimenten an Tieren tragen unsere Forschungen endlich Früchte. Wir haben die Kette der Vestria eingehend erforscht und verfügen jetzt über die notwendige Technologie, um neue Meister zu erschaffen. Und das ohne die Dienste der Kette. Die Vestria haben ausgedient. Die Kette ist verantwortlich für die Erschaffung der Meister? Die Experimente unserer Vorväter scheiterten, weil sie sich zu sehr auf die Vestria und deren archaische Methoden stützten. Mit unseren hochmodernen Techniken und unserer festen Entschlossenheit werden wir für Imperia ein neues Zeitalter einläuten. Es ist soweit. Wir haben bereits 12 Meister geschaffen. Der letzte Meister wird in Kürze verfügbar sein. Für ihn brauchen wir noch etwas Besonderes. Uns wurde aber nur von 12 Meistern in den 13 Türmen berichtet. Das heißt, im 13. Turm wartet auch nochmal ein letzter Meister mit irgendwas Besonderem. Die Tiere haben ihre Grenzen. Für dieses Experiment benötigen wir einen Menschen, der unseren Anweisungen Folge leisten kann. Erst dann ist unser Wert vollkommen. Aha. Aha. Langsam wird es ja richtig interessant. So, hier ist nix. Nur hier. Also, was heißt nur? Helena, die hier rumkriecht. Was ist denn los? Don't come any closer, Aaron. Ah, ich bin doch schon ganz nah dran. I'm fine. Really? Mhm. Ich bin wieder da, wenn auch. Aaron, you're covered in cuts. I'd better clean them up. I'll just ask Mavda. Erstmal behandeln wir dich. I just can't do anything in this condition. Dann tun wir doch mal was gegen deine Kondition. I suppose I just have to eat it. Du wirst immer schlauer, Helena. Alles zu genießen. Jetzt sag mir nicht, Helena wird zum 13. Meister. Jetzt, wo das irgendwie fast Sinn ergibt. Es wird mich nicht wundern. Do this all over again?
What about all we sacrificed? This is too much. Das ist irgendwie eine gänzlich andere Vision. Bitte speichern, auf jeden Fall.